Yo, Legend of Zelda-Freunde! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die Amiibos benutzen kann. Viele von euch haben schon gefragt, Hanni, kannst du mal Amiibos benutzen? Amiibos wären voll cool. Ich weiß aber noch nicht genau, wie das gehen soll, weil irgendwie... Das soll man ja so da drauf... Und da passiert irgendwie nichts. Oh mein Gott, Flecky sieht so süß aus! Flecky sieht so süß aus! Und oh, sieht das schön gerade aus. Viele Leute beschweren sich tatsächlich über die Grafik dieses unfassbar vielfältigen Spiels, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Es hat vor allen Dingen diese 3D-Animationsgrafik, die bei den Anime momentan im Trend ist und die mag ich sehr. Oh, 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 warte, 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 warte. Ich muss da retten. Hier kommen wir und retten dir. Sie läuft ja auch noch so ganz entspannt lang. So, warte, ich nehme aber bitte hier meinen Goblin-Klatscher. Hier, so ist das, wenn ihr mit euren Toten... Wow! Was habe ich... Au, was habe ich da gerade für einen coolen Move gemacht? Habe ich einen coolen Move gemacht? Irgendwas Cooles? Ich habe was Cooles gemacht, oder? Egal, das sah schick aus. Ich nehme die Lanze mit. Nee, die Keule brauche ich nicht. Wo ist sie denn hin? Oh, ich habe die mal eben schnell alle weggeklatscht. Ist das schon gut, oder? Vielen Dank. Oh, das ist Liesel. Oh, ist die süß. Ja, befallene Feichen meiner Dankbarkeit. Schleichkräuterreisbällchen. Lecker. Dankeschön, Liesel. Danke. Was machst du denn hier? Kann ich die Lampe haben? Ich will die Lampe haben. Ich will die Lampe haben. Kann ich auch so eine Lampe haben? Kann ich auch so eine Lampe haben, die ich mir hinten dran klatsche? Oh mein Gott, ich kann doch bitte so eine Lampe haben, oder? Vor langer Zeit wurde dieses Gebiet zum Zeugen einer unerbittlichen Schlacht. Im Gegensatz zu anderen Konflikten jedoch kann man über den Ausgang des hiesigen keine klaren Schlüsse ziehen. Schließlich geht aus keiner der alten Geschichten hervor, dass die große Verheerung gänzlich besiegt wurde. Ja, die wurde halt auch überhaupt nicht wirklich besiegt. Ich meine, man kann ja auch immer noch zugucken. Hier war noch so ein Zahn. Vogel! Oh nein, es wird ja schon wieder Nacht. Wir sind immer nachts unterwegs, wenn wir uns coole neue Lager und Orte angucken. Ist hier noch was Schönes? Einen Rüstling. Das ist mein Pony. Dann reiten wir mit unserem Pony mal neuen Gegenden entgegen. So. Da lang bitte. Höher. Ja, wir müssen durch dieses Tor der Hateno-Festung. Also ich mag diesen Anime-Cell-Shading-Style. Oh, da ist ja noch jemand. Hallo und weh, du bist wieder Ninja. Oh, ein Feuer, sehr gut. Machst du gut. Machst du gut, mein kleines Pony. Zieh in die Hand. So, so magst du nom nom? Ja, du magst nom nom. Das ist schön. Hey, hi, wer bist du denn? Oh, hallo. Mein Name ist Pritus. Bist du auch hier, um die Hateno-Festung zu besichtigen? Ja. Ja, es lohnt sich wirklich, hierher zu kommen. Die Hateno-Festung war Hatenos letzte Verteidigungslinie gegen die große Verheerung. Ich finde, jeder sollte sie in meinem Leben besucht haben. Tja, Pritus. Deswegen sind wir ja auch hier. Oh, Glühwürmchen. Ich kann jetzt hier vor allen Dingen schlafen. Und wir sehen dann dieses neue, schöne Gebiet bei... Tageslicht. Da ist ein Haus. Da sind Bienen. Hier ist eigentlich nicht... Oh, da sind so viele Bienen. Okay, was war das für ein Geräusch? Dieses Gluck, 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 Gluck. Ah, es hat sich Pritus hier hingesetzt. Ich baller mich jetzt mal bis morgens ans Lagerfeuer. Und wir werden dann bei Tagesanbruch, bei Sonnenlicht begutachten können, wie schön das hier... Oh, Pritus ist eingeschlafen. Wie schön das hier ist. Vogel? Ich habe Vogel gehört. Aber Vogel. Kleine Vogel. Moment mal. Sind die Bienen alle am Schlafen morgens? Gut für mich, schlecht für die Bienen. Die kommen alle nach Hause so. Oder die pennen alle. Oh Gott, dann habe ich die alle in meinem Inventar. Ach, das soll schon schief gehen. Okay. Hier sind schöne Hyrule-Pilze. Sonst noch irgendwas? Seht ihr? Pff, Zeug. Pff, Blätter. Da ist ja noch mehr Honig. Ob die hier immer regelmäßig nachwachsen? So, dass man hier Honig farmen kann? That would be great. Äpfel! Moment, Moment. Nein, 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 nein.
In diese Richtung. Oh, da ist ein Schleimi. Ich möchte meine neue Axt benutzen. Das ist okay. Brauchst nicht zu übertreiben. Alles gut. Die Route kann ich mal mitnehmen. Jetzt kommt sogar ein Schleimi an. Mal weg. Oh, jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Sehr schön. Moment. Für Feuerholz, falls ich mein doch mal irgendwann mal ein Lager machen sollte. Kann ich auch ein paar mitnehmen. Ansonsten weiß ich nicht. Ach, guck mal, wer wohnt denn hier? Hey, warte mal. Wer bist du? Hm, wer bist du denn? Ach, du hast sicher eine Frage zur Archäologie. Deswegen wendest du dich an Caleb, Koryphäe der antiken Forschung. Was? Du hast keine Ahnung, wovon ich rede und wer ich überhaupt bin? Ich bin Caleb. Ich habe mein Leben der Erforschung von antiken Schreinen gewidmet. Bevorzuge allerdings Magister Caleb oder auch nur Magister, so nennen mich die meisten oder sollten sie zumindest. Wie dem auch sei, ich bin gerade mit dem Entziffern dieser alten Inschriften beschäftigt, daher habe ich keine Zeit für Laiengespräche. Alte Inschrift? Lange Jahre erforsche ich dieses Thema schon. Das könnte die Entdeckung des Jahrhunderts werden. Daher muss ich ständig auf der Hut vor Thesendieben sein, die sich meiner Arbeit bemächtigen könnten. Nicht einmal meine Familie kann ich von diesen Forschungen erzählen, verstehst du? Oh, bitte, Magister. Nicht Magister genannt. Hast du mich gerade Magister genannt? Nicht eine, einfach nur Caleb, sondern Magister. Und das klang auch noch so ehrlich gemeint. Oh. Nun, so viel intellektuellen Eifer sollte man natürlich belohnen. Gut, dann gebe ich dir ganz unter uns einen Einblick. Erstrahlen die Augen der verfluchten Statue in dunklem Licht, durchbohre sie und das Siegel der Prüfung bricht. Das ist die Inschrift, die ich zu entschlüsseln versuche. Da siehst du jetzt ein, dass diese Arbeit den Horizont deines Laien gänzlich übersteigt. Nun weißt du, was ein wahrer Magister leistet. Tagsüber Schreine ausgraben und nachts solche Kopfnüsse knacken. Ich sollte mich nun wirklich wieder meiner Arbeit widmen. Setzen wir das Gespräch ein andermal fort, ja? Okay, Caleb, dankeschön. Verfluchte Statue, haben wir eine neue Quest bekommen. Bei den Schreinen. Ah, da ist wahrscheinlich wieder der Zugang zu einem Schrein versperrt. Und wir müssen entsprechend dessen handeln. Pony, komm mal mit. Komm, Pony. Na, guck mal, da kommt ja noch jemand. Ich renne nicht vor dir davon. Ich will nur Sachen sammeln. Folgst du mir? Folgt mir. Ich folgt mir! Fein. Ah, nicht um. Nicht umfahren. Ist doch unfair. Umfass. Meins. Und. Warte. Wenn ich schon einen Schleim sehe, dann möchte ich noch mit dem Fass bewerfen. Oh, Mann. Ach, komm schon. Warte. Nee. So, warte. Anhalten. So, jetzt warte. Tut ihr euch weh an dem Fass? Moment, ihr habt dem Ding jetzt gerade Damage gemacht. Was passiert mit dem Fass jetzt? Ich dachte schon. Ich will was Lustiges machen. Komm schon. So, jetzt hier anhalten. So. Nee, jetzt lass das mal. Moment. Oh, den Hammer. Nicht, dass ich euch... Alter. Dann reicht's, jetzt mache ich das kaputt. Ach, da ist auch noch einer drin. Ich dachte, ich könnte jetzt... Versteht ihr? Das Fass versteinern und gegen die Schleime schleudern. Aber das ist... Genau. Mein Zanjin-Kurzschwert zerbricht gleich, weil ich... Bleibst du stehen. Weil ich einen Schleim damit gehauen habe. Sicher, eine harte Klinge und Schleim. Das kommt auch gar nicht klar miteinander. Da hinten sind Goblins, oder? Sind ja jetzt Goblins. Was ist denn das schon wieder für ein Pisswetter? Das sind keine Goblins. Wo sind die denn? Was zum Fick bin ich sehend? Pony, bleib mal hier. Papa muss gerade mal wohin. Oh Gott, komme ich da rechtzeitig hin? Um an Land zu kommen? Dass ich ein bisschen mehr Ausdauer habe. Hoch? Nein. Ich bin nicht hier. Ich bin gar nicht hier. Nee. Hallo? Oh. Nee, nicht da reinpusten.
Das war knapp. Tja, was mache ich mit euch jetzt hier? Da, ihr habt da so ein paar... Oh, die haben da so ein paar Bämpchen. Ja, warte doch mal. Also jetzt versuche ich mich da hinzuschleichen. Mal gucken, ob das klappt. Ich befürchte ja, das ist zu offensichtlich. Nee, ich bin nicht hier. La 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 la. Okay, sie haben mich schon gesehen. Und schwimmt! Entschuldige, aber das ist einfach unglaublich schön. Einfach alles niederschlagen. Sie konnten nicht mehr ihre Waffen greifen. Die sind alle auch noch nagelneu. Ja, okay, der Typ da oben, der... Der steht da noch rum, aber hey. Ja, GG! Easy. Seitdem ich diese Bomben hab, läuft bei mir. Voll easy. Röstäpfel, Rösteiche. Ja, das ist ein schöner Nebeneffekt. Das kann mal passieren. Weil ich die ganzen Dinger hier kaputt gemacht habe, die ganzen Fässer, ne? Alter, okay, cool. Ja, gib mir das Grillwild, bitte. Ich hab fast in die Flammen gelaufen, ey. Wie der Goblin, wisst ihr noch? Der einfach sich gedacht hat, oh, das macht keinen Sinn mehr, ich laufe ins Feuer. Ein Opel. Okay, cool. Dankeschön. Ob es denn was Spannendes gibt? Muss da kurz gucken. Darf nicht vergessen, dass mein Pony da hinten steht. Pony! Pony, gib mir... Da drüben ist auch noch irgendwie so ein Teil. Muss da noch Restapfel. Wie viel können wir in unserem Inventar eigentlich mit Pfeile mit uns herumschleppen? Wenn ich jetzt mir mal so angucke, dass wir hier eine Begrenzung, aber hier haben wir scheinbar keine Begrenzung. Diese Schmodderpuppe. Bockblindherzen. Weil wir haben anscheinend hier keine Begrenzung. Dieser Ballon hat einen großen Antrieb. Daher kannst du damit Dinge fliegen lassen. Halt ihn dazu in den Händen und platziere ihn auf dem gewünschten Objekt. Dinge fliegen lassen. Nein. Dinge fliegen lassen? Dinge fliegen lassen. Geh hoch. Dinge fliegen lassen. Dinge fliegen lassen. Oh! 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 Oh, nee, ich muss das... Halt, warte, nein! Ich fliege! Ich fliege! Oh, nein, warte! Das ist der andere Schrubbel... Ballon noch. Ich hab Spaß. Ich werde Spaß haben. Oh, ist das schön. Ich schnell darüber. Ich hasse diese Strömung. Link ist genauso ein schlechter Schwimmer wie ich. Wieso muss es jetzt schon wieder so pieseln? Oh, was ist denn hier schon wieder los? Hey, hallo, warten Sie. Die Zutaten in Hartano sind viel frischer als anderswo. Das kann ich dir sagen. Das wissen auch die Händler dort. Naja, lass mich zum Punkt kommen. Ist ja wirklich großartig, wenn du was kaufen würdest, aber ich bin schon froh, wenn du dir meine Ware nur ansiehst. Okay, Paragus, wir gucken uns einfach nur deine Sachen an. Ziegenbutter, Milch und Ei. Oh, da braucht man bestimmt was, um richtig geile Gerichte zu machen. Zwei Stück. Was soll's? Nee, warte mal. Das ist sehr teuer, wenn ich mehrere kaufe. Nee, lass erstmal. Ich weiß nicht, ob ich... Ich will halt auch einen Esel. Wo ist mein Pony? Da ist mein Pony. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Sehr gut. Dann komm jetzt, wir gehen jetzt weiter. Ich mich jetzt wieder stundenlang an irgendwelchen Goblins aufhalte und Dinge, die ich mit Luftballons in die Luft fliegen lassen kann. Fässer, die wir dann über Goblins hinwegpusten können und die dann von oben auf die Goblins runterfallen und alles explodieren lassen. I got sunshine in my pocket. Some good feels in my feet. Aha, da drüben geht es anscheinend auch richtig zur Sache. Warum sind da so viele Fässer?
die explodieren können. Ich sehe einen Schwarti, Warti. Ich sehe einen Schrein. Freddy, den muss ich jetzt markieren. Wenn man jetzt mit. Das ist eine die beste Markierung, die ich je gemacht habe. Das sieht so voll nach einer Falle aus. Das sieht so richtig nach einer Falle aus. Wow, wow, beeindruckende Explosion. Hat's richtig gebracht. Ich spüre richtig, wie... Jetzt. Gut gefetzt, yo. War jetzt nichts Spannendes drin, ne, anscheinend. Holzpfeil. Dass der Holzpfeil bei der Explosion nicht gebrannt... Oh, 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 okay. Hab keinen Waldbrand angezündet. Oh, das wird mir wahrscheinlich eines Tages aus Versehen passieren. Da ist wieder unser Archäologe. Wo geht der hin? Der geht da wahrscheinlich zu einem anderen Schrein. Gehen wir dem mal nach, weil wir haben ja ein Rätsel von ihm bekommen. Also von daher... Vogel. Scheint es ja hier auch ein bisschen was zu geben. Oh, Entschuldigung. Sorry, Mister. Pony, bleib mal hier stehen. Ah, das sind lauter alte Statuen. Das, okay, das ist ein bisschen gruselig. Das hier ist echt ein kleines bisschen unheimlich. Auf der einen Seite wunderschön, aber auf der anderen Seite unheimlich. Was ist das hier für ein Ort? Ob er mir das sagen kann? Caleb? Also, ich meinte Magister. Okay, erzähl mir das nur mal mit der Prüfung. Also ich habe ein wenig recherchiert, was es mit diesem dunklen Licht auf sich haben könnte. Dabei handelt es sich bestimmt um irgendeine Art von schwarzem Licht. Oh, sollte dir nicht so viele Hinweise geben. Okay. Maxi-Rübe. Seltene Knolle, die auf sonnigen Wiesen wächst. Als Kochzitat füllt sie Herzen über das Maximum hinaus auf. Über das Maximum hinaus. Nicht schlecht. Oh, ob wir hier wieder einen Apfelgabe geben können. Wir können anscheinend unendlich viel Nahrung mit uns herumschleppen. Können wir hier eine Apfelgabe hinpacken, wenn ich es hinkriege? Ja, das ist wieder für einen Krog. Ich wusste es gleich von Anfang an. Da ist der süß! Wie muss mich dick? Ich will mit meinen Bieren glücklich herum. Tschüssi! Trotzdem meine Äpfel, nehme ich mit, gehören jetzt mir, ne? Ich meine, er kann sich ja nicht beschweren. Ah, okay. Da scheint nichts Spannendes zu sein. Hier ist nur ein Schrein, vor dem man beten kann. Dunkles Licht und dann erstrahlen die. Ein Tierschild? Traditioneller Schild der Nekluder-Handwerker. Nicht viel stärker als ein gewöhnlicher Holzschild, aber macht dafür als Wandschmuck eine gute Figur. Eine Schildtasche ist aber voll. Was brauche ich denn für eine Quest? Aber wenn hier ja ein altes Schlachtfeld ist, finden wir eventuell sowieso interessante Waffen oder etwas in der Art. Da glitzert nur was. Okay, wir müssen uns merken, diese Rüben sind cool. Diese Maxi-Rüben, dafür möchte ich noch ein paar mehr haben. Damit kann ich bestimmt eine schöne Rübensuppe kochen. Ein Rübensüppchen. Das dann viel zu viele Herzen auffüllt, was mir gar nichts bringt und so weiter und so fort. Ein Schleichling. Ist hier eingeschlichen. Ja, schöner Ort, ne? Bisschen gruselig mit den rausguckenden, rauswachsenden Köpfen, aber... So ist das nun mal. So, Pony, auf geht's. Hüja. Hüja, habe ich gesagt. Nimm ein bisschen Tempo auf. Da sind so Blumen. Ich kann aber nicht immer alles mitnehmen. Alles glitzert. Ich kann alles looten. Nein. Nein, du bist du dumme Pferd. Läuft gegen Wand. Hopp. Ist halt einfach so nach dem Motto, ich hauptsache störrisch sein. Und wenn ich gegen eine Wand laufen muss dafür, dann mache ich das auch. Da steht auch einer. Es ist so schön, dass hier so richtig Betrieb ist. Was machst du da? Was los? Was ist denn los? Reisende? Ah. Ich ahne, was das für eine Reisende ist. Was ist los? Ich will... Ja? Gegrillten Lachs. Was? Und außerdem das Leben des Helden. Hier, ich klatsche dich auch mit dem Bocklin-Knochen. Zeig doch. Ich klatsche ihn auch mit einem Bocklin-Knochen.
schon wieder nicht gekriegt. Toll. Ein schöner Bock in den Knochen. Nimm ich halt das Schwert. Ja, ja, mein Sunshine, irgendwas zerbricht gleich. Sag mal. Ich will aber nicht, dass mein Kurzschwert zerbricht. Was machst du denn? Komischer Typ. Die kann nicht mal ruhig helfen, die Frau da. Toll. Ist er jetzt tot? Tatsächlich. Rupees und Bananas. Wieso hinterlassen die immer Bananen? Nö, dafür hinterlassen sie auch ihre super coolen Kopfsammler. Und die finde ich, ehrlich gesagt, schon ziemlich nice. Mann, da hast du voll die geile Waffe bekommen in dem Tempel. Schreien, was auch immer. Und denkst dir halt einfach auch nur so, ole ole, super Schreinwaffe etc. pp. Und dann hält die halt einfach nur 5 Gegner. Okay, sie hat ein bisschen länger gehalten, aber nicht wirklich. Gefühlt nicht viel länger. Tja, Reisende sind jetzt nicht mehr so meine Freunde. Wenn man keine Lust hat, sollte man Reisende nicht ansprechen. Ich meine, die sind jetzt nicht die härtesten Gegner, aber trotzdem. Nervt schon ein bisschen. Ja. Überall Wanderer unterwegs. Sie ist richtig belebt. Ist richtig schön. Was? Antikes Zahnrad. Warte. 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 Ich muss mit dem Mann reden. Wannsi, Wannsi. Hi. So, gegrüßt, junger Wanderer. Ich bin Bellis, der Schatzjäger. Sicher hast du bereits von mir gehört, nein? Naja, geh von hier aus nach Westen und erreichst die Athenfestung. Hm, was noch? Nee, weiter kann ich dir nichts sagen. Hey, du, bist du an Wächterteilen interessiert? Ich kann ja mal gucken, was der so verkauft. Was gefällt dir denn am besten? Alter, ist das doch teuer. Nee, hab ich selber. Ja, kann ich dir noch was anbieten? Ich kann ihm die Sachen vielleicht verkaufen. Ja, was merkst denn du mir verkaufen? Gibt er mir... der verkauft die mir für 120 Rupees. Und selber würde er die nur für... Ne, kannst du knicken. Nee, will ich nicht. Geh weg. Ja, dann adieu. Tschüss, Billies. Pony. Pony, hups. Auf geht's. Oh, falscher Knopf. Falscher Knopf, falscher Fehler. Wo waren jetzt mein Schrein eigentlich? Eigentlich waren ja da... Wohin? Weiß ich gar nicht, hab ich noch einen Schrein gesehen. Ach da! Da ist ein Schrein, da. Ja, nein. Oh, Alter, diese Bewegungssteuerung ist einfach nur eine behindernde Steuerung, meine ich. Ja, nein. Wir nehmen dich Pony. So, damit der Punkt hier weg demarkiert ist. Ist hier irgendwas Spannendes in der Bungi? Glitzert hier irgendwas? Hier was sammeln? Nö. Schon wieder dunkel? Warum wird es eigentlich immer dunkel? Ich mach doch gar nichts. Einfach immer. Halt! Warte. Nein. Ich bin ja Fußball, entschuldigen Sie. Bleib doch mal stehen, Mann. Okay. Nicht, dass ich außerdem das Pferd erwischt hätte oder so, sah nur so aus. Bernstein, schön. So, Pony, das nächste Mal stehst du nicht so nah an der Explosion, ja? Das könnte gefährlich sein. So, beim letzten Mal hatte es an der Tür geklingelt und da habe ich cutten müssen. Und dann konnte ich nicht mehr aufnehmen, weil ich nicht mehr die Zeit hatte. Deswegen haben jetzt einen Tag später, ich habe magische Umziehkräfte. Oder es sieht einfach aus wie ein schwebender Kopf, weil mein Stuhl weiß ist. Naja, das könnt ihr dann entscheiden. Gehen wir mal weiter, ne? Na, da lang. Und ich wünschte, es wäre mal wieder so richtig schönes, sonniges, strahlendes Wetter. Das Spiel hat so seinen Charme natürlich in allen erdenklichen Wind- und Wetterlagen. Aber hey, die Reise zur Hateno-Festung ist doch weiter, als ich gedacht habe. Oh, warte. Oh, ich hab den Kopf fast. Oh, gut. Ja, warte. Boah, vom Pferd aus kämpfen, das muss ich auch erst üben. Ich geh mal runter. Lass mein Pony in Ruhe. Tritt! Nein, tritt es! Los, Pony, tritt ihn! Du sollst ihn tritt! Oh, shit, der hat seine Bros geholt. Wartet. Hab ich nicht was Schönes für euch. Was nehmen wir denn? Eine Eispfeile? Nee, das hatten wir schon lange nicht mehr. Naja, mit der Sense, mit diesem Sensen-Ding kämpfen ist schon gar nicht mal so schlecht.
Ich bin nur am überlegen, ob ich nicht hier irgendwie was machen kann. So, hier so, weißt du, so. Oder, ach du Schreck. Warte. Hui! Entschuldigung. So. Ja, mit der Sensor nicht drauf. Wunderbar, der ist ja durch die Gegend geflogen. Und der will schwingen. Vorsicht, die Mistgabel des Todes. Ich will mich nicht von der Mistgabel des Todes hier angreifen lassen. Nee. Ja, also, warte mal. Ich hab, Franz macht das immer anders. Der nimmt sich immer hier das Ding und dann schmeißt, oh, Fledermäuse. Hui! Keine getroffen? Dann schmeißt er die Waffen, die er nicht braucht, einfach weg. Ich finde das gar nicht mal so verkehrt. Wie weit fliegen die denn? Okay, getroffen habe ich damit jetzt nicht wirklich was, aber ich glaube, das ist fast einfacher als jedes Mal ins Menü gehen. Und man kann mit der Waffe, die man geworfen hat, ja in dem Moment auch noch... Ich will eigentlich auch die Hacke haben. Ja, die Hacke ist schon ziemlich geil, ne? Man kann ja mit der Waffe, die man dann in dem Moment wirft, wenn man sie nicht mehr braucht, auch noch Schaden machen, im Zweifelsfall. Also von daher, weil das pausiert ja das Spiel, ne? Alles klar, ich muss meine Pfeile wieder aufsammeln. Hier ist alles... Oh, da geht's rüber. Pony, bleib mal da. Honey muss gucken. Honey, alle anderen Let's Player sind schon 3 Milliarden Parts weiter. Ist mir doch egal. Guck mal, hier sind Bäume. Und guck mal, ich hätte den Schleim sonst übersehen. Boah, Alter, die Hake ist ja voll gut. Ja, gut, sonst so, ne? Ach, guck an. Hallo, tschüss. Moment, ihr fliegt ja super weit damit. Au! Jetzt freut er sich auch noch. Aber das hat nicht so geklappt. Naja, dafür habe ich jetzt wieder eine Heugabel. Wo ist der andere hin? Ist der an... Der hat einen Schrubber! Wir haben den Master, Wischmopp! Diese Waffe hat ihren großen Auftritt, wenn es darum geht, die gute Stube zu reinigen. Kann zur Not auch angreifen und die Ohren und um die Ohren geschlagen werden. Nee, ich will den Wischmopp. Die Heugabel brauche ich aber auch. Okay, dann brauchen wir jetzt dich nicht mehr. Auf und davon. Nur denken wir die werfe ich mal. Hui! Wow, da liegen Sachen im Wasser. Ich habe einen Wischmopp. Ich kann Gegner mit einem Wischmopp mit einer Hacke. Oh, mein Leben ist perfekt. Oh, das ist so ein schöner Tag. Ja, mein Pony steht da hinter mir. Wenn ich jetzt nach meinem Pony pfeife, kommt ja mein Pony? Mein Pony hat mich gehört! Pony, komm! Pony! Mo, Flecki, komm! Komm, Flecki, komm. Okay, was ist da oben? Mann, ist so viel Lärm, da pennt einer. Wir wollen ihn ja nicht überfordern hier. Ist da unten los? Da unten ist noch irgendwie eine verlassene Hütte? Ja. So gut. Da pennt, glaube ich, einer. Ein bisschen näher. Langsam. Damit er mich nicht so jetzt. Oh. Schlafe, mein Bock, blinden Monster, schlaf ein. Oder weiter vielmehr. Wäre da oben irgendwie ein Felsen zum Draufschleudern? Leider nicht. Boah, wie der schnarcht, alter Schwede. Suddenly, Mistgabel! Oh, das war voll in die... Oh, au, oh, gut, dass er tot ist. Sonst hätte er jetzt mega die Schmerzen gehabt. Ei, die Mistgabel voll in die Klöten. Boah, falls Bockblins sowas haben. Kann ja auch ein weiblicher Bocklin gewesen sein. Oder wie die anderen... Oh, die Mobble... Oh. Da kann ich natürlich nicht widerstehen. Oh, scheiße, Fledermäuse. Die dürfen mich nicht sehen, die Fledermäuse. Ah, Fledermäuse ist echt ungünstig. Ein Pony. Okay, Ob ich... Probieren jetzt mal was aus. Weil ich das lustig finde. Und ausprobieren. Ich glaube, den Baum kann ich nicht fällen, der ist zu fett, ne? Aber es wird zu... Oh, er liegt da so romantisch im Mondlicht unter dem Baum, an dem Stein geschmiegt. Ich glaube, den Baum kann ich nicht. Oh, schade, ich hätte gedacht, ich kann den Baum irgendwie auf ihn fällen oder so, aber war nicht. Whoops. Ich möchte ganz gerne... Ich nehme dafür... Womit verprügelt man dann so einen? Ach komm, wir bleiben bei dem Kopfsammler. Ja? Hm?
Hier. Hopp. Bist du? Ja, ist keine Waffe, ne? Scheiße, wa? Hier. Scheiße, wa? Zu treten? Wow. Ich dachte, ich weiche aus. Wow, nicht treten hier. Oh, Mensch, nur gucken. Hyrule-Reis, das meistgehandelste Getreide in Kakariko. Es wächst nur in wasserreichen Regionen. Wo hast du das denn hier gehabt? Machen die Moblins Risotto? Das gute Moblin-Risotto! Heute mit extra viel Fleischbeißeraugen. Schon ich hatte gerade davon geträumt, dass er sich am nächsten Tag schön fett Risotto macht und so. Ponys. Honey, du kannst nicht nur Ponys, Sam. Doch, kann ich wohl. Ponys sind toll. Kann ich auch einen Widder reiten? Ich will jetzt einen Widder reiten. Der sieht mich nicht. Warte. Halt. Ich ziehe mir das da an. Jetzt schleiche ich viel besser, denn ich habe einen Dutt. Und wie wir wissen, sind Dutts genau das, was man braucht, um gut schleichen zu können. Der Mond geht da ja unter. Wie schön. Bisschen schnell vielleicht, aber... Hallo. Ah! Ah! Ey! Au! Au! Links. Pock. Tot. Mann, oh. Okay, der Widder lässt sich nicht besteigen. Alles klar. Ich renne trotzdem mit meinem Dutt herum. Habe ich eine Waffe? Nee, habe ich nicht. Traurig. Dann nehme ich den nächsten Kopfsammler. Das ist immer Spannendes. Mit dem Loch da zum Beispiel. Fuchsi. Das für den Fluss, ne? Ja, alles klar. Fuchsi. Ach, guck mal. Der Wenne hat schon wieder ein Wildschwein. Ich komm hier, du blöde Wildsau. Ich krieg das. Wenne, Wenne, jetzt piept das. Ich mach den Tod da, Hallo. Oh, hallo, Olaf. Hallo, Olaf. Na, wie geht's? Ja, Werner jagt das Wildschwein und ich wage dich und dann gibt's lecker Menschen-Wildschwein-Frikassee. Hm. Nee. Sag Olaf mal, er muss sich da ein bisschen ranhalten. Oh. Okay, der war schneller tot, als ich gedacht habe. Werner jagt die Wildsau. Olaf, wo bist du? Olaf, wer will mein Schwein? Olaf, hey, Mann. Oh, diese Wildsau immer wieder. Hm. Die sind so dumm, der rennt ihm einfach die ganze Zeit im Kreis hinterher. Hey, Werner! Was? Oh, hallo. Ja, dann sag ich auch. Piek, mitten ins Auge. Guck mal hier, die kriegst du nicht mehr. Meine jetzt. Oh, da hinten ist ein Rätsel. Hast du was liegen lassen? Ja. Mann, ich habe mich wieder ablenken lassen. Wo bin ich überhaupt? Wo muss ich hin? Kann mir ein Pony rufen? Pony! Vielleicht kommt mein Pony hier. Look at this. This is a masterpiece of a very, very, very difficult riddle. This is very difficult. I'm not sure if I understand this. Hui. Nein. Neil! Ui, wo ist mich hin? Siehst du meinen Krugsam? Tschüssi! Ich liebe die Viecher so sehr. Pony? Pony! Höher! Mehr höher! Ah, wir sind jetzt hier auf den Anhöhen. Ah, cool. Wie schön. Er ist bestimmt überall rumfliegen und so. Ich weiß übrigens jetzt von ganz vielen Krog, die ich im ersten Gebiet im Plateau übersehen habe, die Franz alle gefunden hat. Weil er sich das Gebiet halt voll genau angeguckt hat. Das konnte ich im Let's Play halt nicht. Das heißt, da werde ich dann mal hin zurückgehen und mir das genauer angucken. Und ja, er muss das jetzt auch spielen. Wir haben den ganzen Abend bei unserem Spielerabend nur über The Legend of Zelda gequatscht. Nein, was machst du hier hin? Über The Legend of Zelda gequatscht. Und er so die ganze Zeit, ich will das ausspielen. Und dann haben wir ihm einen Account erstellt. Und jetzt kann er auch die ganze Zeit Zelda zocken. Was auch macht. Oh!
Warte, 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 ich gehe da runter. Au. Na? Könnt ihr das Pferd jetzt holen? Wo rennst du hin? Rennst du seinem Kollegen. Ich brauche was Stärkeres. Entschuldigung. Jetzt brauche ich wieder was Schwächeres. Ich war gerade ein bisschen überfordert gerade für 3 Sekunden mit dem Pferd. Hey! Lass mich in Ruhe. Wo ist das andere Pferd hingelaufen? War das das? Warst du das? Bist du das gewesen? Bleib stehen. Du bist zwar sehr... Ey. Du bist zwar sehr hübsch, aber... Ich weiß nicht. Ist mir jetzt nicht so... Ich weiß nicht mehr, wo es hier runterging. Pony! Ich glaube, ich direkt da vorne, oder? Pony? Pony, komm. Wo ging es denn jetzt zur Hateno-Festung? In diese Richtung. Dann gehen wir jetzt bitte da wieder hin zurück. Da oben. Das sieht auch aus wie eine Festung. Genau. Hab mich nicht irgendwie in Sidequests oder sowas oder Open World Chisel verfranst. Nee. Ich doch nicht. Das wird mir doch bei einem Open-World-Spiel nie passieren. Hey, haha. Ich habe auch immerhin die ersten 2 Quests von Horizon gemacht und dann den Rest des Gebiets erkundet. Und dann die ganze Welt. Und dann habe ich mich, dann... Irgendwann kümmern wir uns um die Story im Stream. Versprochen. So. Da sind wir wieder. Ping, ping. Sehr gut. Huch, da war ein Steinchen. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Alles gut. Nein. Ja. Rückwärtsgang. Piep, piep, piep. Höher! Höher, habe ich gesagt. Hä? Set! Hey! Was? Naja, andere looks like Link. Ich sound like Link. Hallo! Die Zutaten Hateno sind viel frischer als anderswo. Das kann ich dir sagen. Das wissen aber auch die Händler dort. Naja, lass mich zum Punkt kommen. Es wäre wirklich großartig, wenn du es kaufen würdest. Aber ich bin schon froh, wenn du dir meine Waren nur ansiehst. Dann gucken wir seine Waren mal an. Buttermilch, Ei. Ich nehme mal ein Ei mit. Ja. Und wir nehmen einmal Milch mit. Ist ja teuer. Ja. Und die Ziegenbutter? Nee, ist nicht so cool. Kann ich dich noch für irgendwas anderes begeistern? Nö. Ja, vielleicht laufen wir uns ja mal wieder über den Weg, wer weiß. Die hat einen Esel. Auch einen Esel. Der Esel ist cool. Ja. Hey, wir haben es endlich auch mal geschafft. Alle anderen Let's Player waren Part 4 schon hier. Ich jetzt? Toll. Ich bin halt gründlich. Oh, nee. Das ist ja gar keine Festung. Das ist so ein richtig krasser Goblin-Wall. Das möchte ich mir jetzt mal von der anderen Seite angucken. Es sind richtig viele Goblins da. Aber richtig viele Goblins. Ich weiß nicht, ob ich mich damit jetzt anlegen möchte. Solo. Solo und das nicht aus. Geh weg. Nicht schlecht. Kann ich noch ein paar mehr von diesen komischen Typen treffen? Ja, ich glaube, das da unten ist gerade mal erstmal nicht so wichtig. Das sieht nicht so aus, als würde ich da was finden, was ich brauche. Ich habe jetzt gerade Waffen und alles. Hier sowieso an jeder Ecke scheiß Goblins. Hier wieder einer, jetzt raste ich aus. Ist hier einem hier... Hey! Warte. Haben wir eine Billo-Waffe? 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 Hier. Jetzt hau halt einfach ab, Mann! Geh weg, du fettes Bocklin-Teil! Nein, nicht dein schönes Herz. Das kann man bestimmt nochmal gut zum Kochen verwenden. Habe ich schon, habe ich schon Viecher gesehen. Oh, und ich muss. Wartet. Du bist ja noch voll weit. Ich habe mir doch Schreine markiert. Ich habe mir doch so ein paar Schreine markiert. Okay, die Markierung war falsch, glaube ich. Das war eher die Markierung. Na, ich muss mich noch genauer umgucken hier dann. Von einem erhöhten Punkt aus, wenn es geht.
den Goblin. Ja, ja, ja. Alles gut, alles gut. Die jagen da schon wieder eine Sau. Schweine, wie. Falls einer Interesse hat, werft die gerne mal irgendwo hin. Hat jemand was gesehen? Nö? Ne? Okay, ja, 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 jetzt wird prügeln. Ich wollte ausweichen. Oh mein Gott, ich rolle runter. Ich muss was essen, schnell. Ich habe so viel leckere, eklige Matsche gemacht. Das kann ich doch dann mal essen. Das sieht doch richtig lecker aus. Abwehrdampffisch, damit wie ich eine Weile stärker. Das bringt mir, glaube ich, gar nicht mal so viel. Gute Medizin. Lieber hier so ein Röstapfel hinterherballern. Wow, Alter, haben die mich weit geschleudert. Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Mann, ey, mein schöner Stock. Hier, hier, hier. Komm her. Hui! Und tschüss! Der ist so ripp. So, dann will ich, dass mein Pferdchen mir folgt. Gucken wir uns jetzt hier ein bisschen drin um. In dem Wald. Oh, da sind ja ganz viele Goblins. Hier geht's richtig ab. Du kannst ihn auch gerne hauen. Liebes Pferdchen, ha? Huh? Wow! Hey, ich habe einen wunderschönen Salto rückwärts gemacht! Ich schwöre, ich bin ausgewichen! Ups! Wow! Krass! Ultra-Mega-Attack! Oh. Ja, das hat dann nicht so funktioniert. Tritt ihn bitte! Tritt ihn, Pferdchen, tritt ihn! Ja, drauf! Nee, du sollst auf ihn drauf treten. Kriegt ja auch von dem wieder eine Heugabel. Oh, der hat auch einen Wischmob. Wieso haben die einen Mob? Kommt alle her! Wieso haben die alle einen Schrubber? Weil den kann er da hinten schön mitspielen jetzt. Ja, ja, meine Heugabel zerbricht gleich. Ich habe noch ein paar, aber von ich und meine Master-Heugabel. Das ist so geil. Das macht so unfassbar viel Spaß. Achso, ja. Oh, das war direkt neben mir. Habe ich nicht gesehen. Ich dachte, die wäre irgendwo anders gelandet. Guck mal und tschüss. Oh, wow. Ich habe einen fucking Baum damit gefällt. Das war unerwartet. Hui! Alle Goblins fliegen hoch. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Hui. Au. Fucking Wischmob. Hier, piepen kann ich auch damit. Oh, verdammt. Mein Wischmob ist stärker als dein Wischmob. Doch, keine Ahnung. Pony folgt mir. Wir müssen dahin. Ich will dahin jetzt. Wieso sind denn hier so viele Gegner auf dem Weg? Das nervt. Eichhörnchen. Guck, da sind ganz viele Eichhörnchen. Warte, ich habe auch Schleichrüstung jetzt. Nee. Du siehst mich nicht. Das Eichhörnchen so, du läufst direkt vor mir. Bist du dumm? Natürlich sehe ich dich. Duh. Ich krieg das oder ich krieg das? Nein! Nein! Nein, ich wollte ein Eichhörnchen haben! Ach, Mano! Komm mir bitte weiter hinterher. Hier, das sieht doch gut aus. Das sieht doch nach Dorf aus. Ja, ich bin halt rum reingegangen. Aber der Dorfeingang war halt auch kompliziert versteckt. Pony? Pony, komm her. Komm her. Kann ich da lang? Was ist da durch? Nee.
Moment, jetzt probieren wir mal die Fähigkeit meines Pferdes aus, zu springen. Pass auf, das ist ein Zaun, ja? Und höher. Ah, das geht wieder nicht in Städten. Umdrehen? Ja, dann geh halt einfach normal. So, jetzt. Wir finden schon noch den Eingang, sodass ich meinen Pony mit in die Stadt nehmen kann. Wie hübsch. Ah, da wäre der Eingang gewesen, Mensch. Habe ich gut getroffen, ne? Passt zumindest. Hallo. Was ist los? Was ist los mit dir? Wer da? Bist du ein Eindringling? Nein, ich bin ein Reisender und Reisender sind immer böse Ninjas. Hm, stimmt schon, du siehst wie ein ganz normaler Hylianer aus. Hylianer klingt ja auch mit... Es heißt halt Hyrule, eigentlich heißt es in Japanisch und Amerikanisch ist es halt immer Hylianer und nicht Hylianer. Und im Deutschen immer Hylianer. Unter den Hylianern gibt es nicht viele böse Leute. Tut mir leid, dass ich vorschnell der Schlüssel gezogen habe. Dann geh ruhig weiter, du bist hier auf der Durchreise, oder? Also wenn du einkaufen willst, wirst du im Krämerladen für mich. Das Gasthaus liegt weiter hinten. Okay. Dankeschön. So, Pony. Du kannst hier hinballern. Da ist auch wieder ein reisender Händler. Kleine süße Kinder, wir haben es nach Ateno geschafft. Schön. Oh, ist das hübsch hier. Oh. Ist das ein Vogel, der da sitzt? Nee, ist ein Ast. Okay, ich dachte, es ist ein Vogel. Okay. Oh, wie sprang man nochmal? Hab ich schon wieder vergessen. Ein Lagerfeuer. Da ist nochmal eine Hacke. Ach, meine Waffentasche ist voll. Das ist dann nicht so cool. Du bist nicht so cool. Komm, jetzt hier verbrennen. So. Oh, naja, dann halt nicht. Ich dachte, wenn ich das gegen das Feuer werfe, dann. Naja. Oh, das wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich mein Pferdchen hierher gerufen. Wobei, hier ist es sowieso schöner, Pony. Hier ist es schöner. Und ich ziehe mir jetzt was anderes an. Ich ziehe mir jetzt das an. Und du kannst erstmal hier chillen, ne? Ja, es fängt ja an zu regnen. Hm, ich kann dich auch nirgendwo unterstellen, ne? Tut mir leid, Pferdchen. Wie hübsch. Für ein hübsches Haus. Was für ein hübscher Ort. Alles. Ih, Regen, ih. Was ist los? Bist du hingefallen? Ja. Hi. Ich habe was Tolles gefunden. Oh, wie süß, der trägt... Oh, die trägt ne... Oder der trägt Timo ist ein Junge. Oh mein Gott, bist du süß. Das ist das süßeste kleine Knupsi-Pupsi-Kind der Welt. Ich habe was Tolles gefunden, willst du sehen? Na, zeig mal. Gut, mir nach. Okay, Timo. Wir folgen jetzt Timo. Haben wir da eine Spielstadt? Ist das eine Kinderspielstadt da oben? Timo, wo gehen wir hin? Timo, da sind Monster vielleicht. Timo, bist du sicher, dass du hier sicher bist? Timo? Hallo. Na toll, oder? Sieht fast aus wie die Statue am Haus des Bürgermeisters. Was das wohl ist? Schwarzes Licht. Oh, man hat mich also nicht vergessen. Du sprichst ja. Ist es denn möglich? Kannst du mich hören? Ja. Jetzt bin ich aber schon überrascht. Hm. Wofür betest du? Ein langes Leben? Wohlstand? Da bist du bei mir richtig. Ich bin eigentlich eine Gottheit des Lebens und der Stärke. Ich gewährte Leben gegen Geld. Keine große Sache, es war nichts dabei, doch die Göttin Hylia sah das anders. Und so strafte sie sich mit dieser erbarmungswürdigen Gestalt, ein Schatten meines früheren Selbst. Im Dorf nennen sie mich nur die Dämonenstatue. Und es kommt noch nicht mal jemand vorbei, um die Hinterlassenschaften der Vögel wegzuputzen. Man könnte direkt ins Grübeln kommen, was man falsch gemacht hat, ob man nicht versuchen sollte, sich zu bessern. Aber nicht ich, kein Stück. Ich habe lediglich gewartet. Auf jemanden wie dich, der mich versteht. Aber genug davon. So, sollen wir uns dann mal ans Hausgeschäft machen, ne? Bleib ganz ruhig stehen und beweg dich jetzt nicht. Oh, hey! Hey! Ich habe eben nichts verlernt. Der Container, den habe ich ohne Probleme aus dir herausoperiert. Was ist denn dein scheiß Problem? Alter, wo bin ich mein Hammer? Ich mach dich jetzt. Ich schrubb dich jetzt. Pass auf jetzt. Pass auf, ich schrubb den.
Klappt auch nicht. Hammer vielleicht? Wie kannst du mir meinen Herzcontainer? Was ist denn falsch mit dir, du Arschgesicht? Gib mir meinen beschissenen Herzcontainer zurück! Hehe, fühlst dich ausgetrickst. Ich bitte dich, sieh dir doch mal das Ganze an. Ich bin an einer langfristigen Geschäftsbeziehung interessiert. Da werde ich dich doch nicht übers Ohr hauen, ne? Also was darf's sein? Vielleicht habe ich es schon erwähnt, ich bin eine Gottheit des Lebens und der Stärke. Daher nehme ich Container und Ausdauercontainer, die ich beim Zurückgeben beliebig tauschen kann. Ah, ich kann also sagen, hier hast du meine Ausdauercontainer, gib mir Herzcontainer. Ich will mein Herz wieder haben. Ja, jetzt halt still. Echt mal eine Unverschämtheit von dem Miststück. Danke. Du wirkst misstrauisch, aber sei ganz unbesorgt. Die Macht des Geldes versetzt mich in die Lage, deine Container zu tauschen. Das funktioniert so. Zuerst verkaufst du mir für 100 Rubine an deiner Container. Willst du einen Container zurück, kostet dich das 120 Rubine. Dafür kannst du dir aber aussuchen, ob du von mir einen Herzcontainer oder einen Ausdauercontainer haben willst. Bitte hier einfach zu mir, wenn du Container tauschen willst. Ich meinte... Nein, danke. Will ich nicht. Ich gehe jetzt wieder zurück ins Dorf, denn es pisst und mit dir rede ich nie wieder, du Pisser. Schon mal gar nicht für so fucking viel Geld und dann auch noch einen Bonus obendrauf. Nein, 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 nein. Da ist direkt ein Schrein. Das sieht ja aus wie ein Kinderdorf. Süß. Das ist ja cute hier. Kann hier überall reingehen? Hallo. Och, wie liebevoll eingerichtet. Was ist denn das für ein schönes Haus? Wie schön. Balkon und allem. Ich will auch wohnen. Ich will auch so ein Haus. Ist voll hübsch. So. Hier ist wirklich voll schön hier. Sorry, aber mega hübsch. Oh, da geht's noch weiter. Meine Güte, was für eine wunderschöne kleine Stadt. Dorf. Dorf. Es ist ein Dorf. Da wird gekocht. Und hier arbeitet jemand. Oh, was machst du denn da? Ja. Nee, es regnet. Puh, ein weiterer harter Arbeitstag. Was tust du denn da? Na, das Haus da abreißen. Das Haus, es ist alt und niemand wohnt dort. Also haben die Leute in Hatino beschlossen, es abzureißen. Der ursprüngliche Bewohner ist zum Schloss gegangen und einfach nicht zurückgekommen. Ich will es kaufen. Da bist du bei mir falsch. Ich kann da genau gar nichts machen. Wenn du nicht willst, dass die Bude abgerissen wird, musst du schon mit dem Chef selbst sprechen. Dann hör auf, dagegen zu hauen. Nein, hör auf, dagegen zu hauen. Bist du der Chef? Ach, wer bist du? Oh, die Tür klingelt. Ich habe echt immer Talent, ne? Immer wenn ich aufnehme. Immer diese irritierten Blicke. War die nicht brünett und kurzhaarig gestern noch? Aber das sieht so echt aus. Verstehe ich nicht. Und ich nur so, hi, ich bin die Zwillingsschwester. Okay, so, ich bin Dummster. Dummster, der Zimmermann beim Bauunternehmen Yolanda. Und was machst du hier? Oh, das ist ein Xbox-Controller. Der funktioniert nicht. Ich meinte, ich will natürlich den da. Wir reißen das hier ab. Warum? Weil es leer steht. Wieso? Der Besitzer ist weggezogen. Wohin? Keine Ahnung, vielleicht muss der flüchten. Spannend! Findest du? Ja! Ja, ist viel passiert in den letzten 100 Jahren. Das stimmt! Ja, nach der großen Verheerung geht es jetzt endlich wieder bergauf. Sieht so aus! Ich muss dann mal wieder. Okay! Gut, gut, du Quatschtasche. Hallo, Dummster. Wer bist du denn? Hi. Hallöchen. Kann ich dir weiterhelfen? Hallo, wer bist du? Ich bin Yasser Blander, Zimmermann. Der Architekt und Chef des Bauunternehmens Yolanda. Yasser Blander, Yolanda, verstehst du? Bist du dumm oder was? Neubau, Umbau, Abriss, Fassade, da. Alles ums Haus erledigt, Yolanda. Yosab, da, 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 Landa. Bauunternehmen, Yolanda. Yolanda, da, 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 Yolanda.
Hey, wow, ja, Baby, mach das nie wieder. Wie, du kennst diesen Tanz nicht? Oh, ich dachte, das wäre bei euch jungen Leuten gerade der letzte Schrei. Hab ich mich wohl vertan, komisch. Wie dem auch sei, wenn du nichts brauchst, kannst du mich bitte in Ruhe lassen. Doch, doch, ich brauch was. Hallo, kann ich dir weiterhelfen? Was machst du? Ich bin gerade dabei, dieses verlassene Haus abzureißen. Man findet in Zeiten wie diesen nur Schwerkäufer. Also haben die Dorfbewohner entschieden, es abreißen zu lassen. Ich kaufe es! Was ist das denn für eine? Ich kaufe es. Ne, vielleicht nerven. Also gut, ich erkläre es dir. Dieses Haus, da wohnt schon seit Jahren niemand mehr drin. Also haben sich die Dorfbewohner zusammengesetzt beschlossen, dass es abgerissen wird. Die Abrisskosten plus diverse Gebühren und so weiter liegen bei ziemlich genau 50.000 Rupees, Bitch. Das als Kaufmann sprechen wir von, ich sag doch mal, lockeren 50.000 Rupees. Hast du so viel? Ja, natürlich. Aber es ist unmöglich, aber wenigstens hast du Ambitionen. Achten, das erinnert mich an mich selbst, als ich in deinem Alter war. Ich den Schmetterlingen nachsprang und mit den Goblins über die Wiese tat. Was? Achso, ja. Also gut. Pass auf, Süßer. Ein Sonderangebot nur für dich, Girl. 30.000 Rubine. Aber zuerst bringst du mir 30 Holzbündel. Irgendwie muss ich meine Kosten ja wieder reinholen. Dann leg mal los. Schöne, harte Stämme, bitte. Dummster Torda, hört grad mal auf. Jawohl, Bitch, der Chef. Mein eigenes Traumhaus. Gut, dann fäll ich schon mal den Baum in meinem Garten ein. Ach, das lieber nicht. Gut, wir gehen jetzt Bäume fällen, hab ich gehört. Spring! Ich hab sogar einen eigenen Teich. Und mein Pony könnte ich auch unterstellen, wenn es regnet. Wo gehe ich denn mal Bäume fällen? Hier unten sind jetzt nicht, da sind jetzt nicht so viele Bäume, wo ich sage, fällig. Davor war doch ein Wald. Muss das Wetter jetzt gerade so scheiße sein? Ich will mein eigenes cooles Haus. Nein, ich bin kaputt. Ich weiß nicht, wie viele Holzbündel ich schon habe, aber ich glaube nicht genug. Hoho! Hier unten ist ein Wald. Ab wann? Ja, dann rutschen wir halt runter. Kannst du dich nicht irgendwie festhalten? Danke. Na komm, macht auch nichts. Komm, wir rutschen hier runter. Was ist mit der Wild... Ach, das sind schon wieder Goblins. Noch und nöcher. Naja, mir soll es egal sein. Ich fäll hier Bäume. Cool. Ein Krockfächer. Wenn man Bäume fällt, entdeckt man bisweilen diese wundersamen Blätter. Jeder Sprung erzeugt einen starken Windstoß, der leichte Dinge mühelos hinwegfegt. Ja, warte. Oh nee, nicht meine. Na, dann schmeiß ich halt den Wischmopp weg. Hallo! Oh. Warte, ich habe eine Waffe. Hui! Oh, das ist ja nicht so gewinnbringend. Das schon eher. Die können sich mal gerade nie, dass mein Schild irgendwie. Oh, der ist ja fast kaputt. Nee, mein Schild nicht. Ich will gerne mit meinem... Nein, ist der Hammer. Ich will gerne hier mich Holz fällen für meine Wohnung. Da ich Ausdauerschrecke gleichzeitig mit... Alles klar. Kann ja mal passieren, dass man aus Versehen auch nebenbei mit Holzschrecken sammelt und so. So, noch Holzbündel mitnehmen. Das hier. Schön den Wald roten, den sie vor dem... Da ist eh nur Bocklins drin, da kannst du eh nichts mitmachen. Bringt die halt auch gar nichts bei so vielen Bocklins. Schnüffelt der da am Boden rum? Komm, überrasche ich jetzt mit dem Wischmopp. Hallo! Hup und zack! Oh, Wischmopp direkt von oben! Bam, bam, bam! Yeah! Oh, wie der geslidet ist beim Sterben. Oh, das war schon wieder die falsche Taste. Langsam komme ich aber dahinter. So ein Zufall, dass hier ein Wald davor ist, den ich roden kann. Zack! La, 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 la. Da wäre ein Reh gewesen. Das ist mir egal. Da sind schon wieder böse Goblins. Nee, das ist wieder das Schild. Wir nehmen mal wieder einen Wischmopp. Alter, jetzt muss ich noch einen Wischmopp nehmen. Nimm mal den Wischmopp. Hast du deine Waffe fallen lassen? Yes! Gartenhakenattacke! Geil! Das Wildschwein ist ja immer noch da. Verschwinde, du dumme Sau! Oh Gott.
Hier. Nee. Au, hey, das ist der Kopf von einem Freund, den nehme ich jetzt mit. Der gehört jetzt mit. Nein, der ist meiner. Nee, ist meiner. Meiner ist das jetzt. Und tschüss. Hey. Weißt du, was ich mit deinem Kopf gleich mache? Tschüss. Ja, ne? Ist jetzt ungünstig. Mein Kopf. Horn. Hauer. Wo waren wir stehen geblieben? Richtig. Ich war wunderbar beim Bäume fällen. Immer mich unterbrochen hat. So. Unverschämt unterbrochen hat. Zack. Holzbündel mitnehmen. Hier auch. Wie kriege ich eigentlich mal nur ein mickriges Holzbündel aus so einem gigantischen Stamm? Da hinten sind noch keine Goblins. Der ganze Wald ist voller Goblins. Vielleicht sollte ich den gesamten Wald roden, damit man die einfach auch sieht. Das sind ja schon doch ziemlich nervig viele. Jetzt habe ich lauter Heuschrecken runtergeballert. Nein. Nein, Link, du sollst nicht den Baum schmusen. Du sollst ihn umhauen. Ich wusste nicht, dass Link ein Baumschmuser ist. Naja. Gut, der war auch 100 Jahre lang im Schlaf. Da können Dinge passieren. Das möchte ich jetzt gar nicht näher irgendwie... ne? Vor allem, wenn meine Axt kaputt geht. Und wenn das passiert, weine ich. Oh, guck mal. Hyrule Rice, wo kommt ihr denn her? So, wie viel Holzbünde haben wir devoted Dreisig, nicht wahr? Devoted Dreisig. Ich erinnere mich, dass der was von Dreisig gesagt hat. Und das sind ganz viele coole Sachen, wie der runtergefallen, die ich alle mitnehmen muss, was ich damit kochen kann. Und ich liebe es zu kochen in dieses Spiel. Ich weiß, der Wald ist schon ziemlich kaputt, ne? Naja, das war ich. Alles ich. Ich hab den Wald gerodet, denn ich hasse Natur. Lalalalala. Wie viele waren das jetzt? 31. Ich weiß nicht, war der 40 oder 31? Ist wieder Axt? Nee, hier war ich vorhin. Ach, du hast meinen Schrubber liegen lassen. Ja, dann auf jetzt. Hoch. Hopp. Ist er da gerade hochgelaufen? Kann man machen, ne? Ist gar nicht so steil. Okay, Link. That's very impressive. Ah, der ist jetzt bestimmt Hayabubu machen. Sieht schon schick aus mit dieser Axt, ne? Die ist schon ziemlich krass. Aber meine Heugabel ist das Beste, was es gibt. Ich will eine unzerstörbare Heugabel haben. Ich will die Master-Heugabel haben. Wisst ihr, ich verzichte in jeglicher Form komplett aufs Master-Schwert. Ja? Ist mir total egal. Das kann er in seinem blöden Wald verrotten. Ich will eine Master-Mistgabel haben. Was war hier? Gibt's hier Fische? Habe ich Fische in meinem Teich? Ja, nein, vielleicht, nein. Aber ich habe einen Hauptobstbaum. Der ziemlich schwierig zu. Da sind die Äpfel alle ein bisschen ungünstig verteilt. Oh. Ja, dann lass los jetzt. Bleib das erstmal, das ist mir egal. Hallo, Mister? Oh. Eisenhammer. Meiner. Ja, wenn die den hier nicht mehr brauchen zum Arbeiten, dann ist das jetzt meiner. Ich setze mich jetzt ans Feuer und warte, bis es morgen ist. Wir warten sogar bis mittags. Wir sind jetzt richtige Langschläfer, wir warten bis mittags. Und dann sollten die eigentlich hier wieder an der Arbeit sein? Hoffe ich. Oh, naja, oder nicht arbeiten, sondern chillen. Hallöchen. Hast du die 30 Holzbündel? Ja, ich hab sie. Ja, sehr gut. Dann nehme ich sie mir mal direkt hier. Ja, klar, 30 Holzbündel ist klar so in die Hand. Jetzt weiß ich, dass sie ernst ist. Oh, du kannst das alte Haus abgemacht für 3000 Rupien wieder haben. Meld dich bei mir, wenn du das Geld zusammen hast. Joa, 3000, nicht 30.000. 3000 Rupees. Da werde ich wohl ein bisschen grinden müssen, nie? Denn ist dies mein Haus. Die sind auch süß, die Häuser. Die sind super süß. So eins will ich haben. Ich habe irgendwie das andere größer, ne? Miyama Gana Schrein. Ich möchte mich umgucken im Dorf und den Schrein machen. Das machen wir dann aber erst beim nächsten Mal, weil ich glaube, die Folge ist schon wieder ein bisschen lang geworden. Kann das sein? Okay, Leute. Danke fürs Zuschauen, kommentieren und bewerten. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, ich bin ein Open-World-Spieler, ja? Bei mir wird das alles ein bisschen länger dauern, aber ja, bei mir werdet ihr auch
die ganzen coolen Goblin-Kämpfe sehen, die man doch unbedingt... Nee, okay, ich weiß, Goblin-Kämpfe sind nicht so das Spannendste. Sei denn, man kann ihre Köpfe irgendwo runtertreten. Dann ist das richtig schön.